Da ihr immer so begeistert seid von meinen Limonadenideen, habe ich gleich noch eine für euch mitgebracht oder vorbereitet. Nämlich eine Erdbeerlimonade, schön fruchtig, nicht so süß und im Thermomix blitzschnell hergestellt. Wir benötigen als erstes Erdbeeren, 250 bis 300 Gramm. Am besten gefroren. Ihr könnt entweder schon eingefroren nehmen, die man so im Supermarkt kaufen kann, oder wie ich, frische einfach einfrieren. Diese waren einfach über Nacht im Gefrierschrank, vorher klein geschnitten und natürlich gesäubert. Der Vorteil an gefrorenen Erdbeeren ist nicht nur, dass die Limonade schön kalt ist, sondern dass wir uns auch wässrige Eiswürfel sparen. Außerdem kommt jetzt der Saft einer Zitrone hinzu. Das wären bei mir 30 Gramm Zitronensaft. Etwas zum Süßen, entweder Reissirup, Agavendicksaft oder ein anderes Süßungsmittel. Ihr könnt natürlich auch Zucker verwenden. Ungefähr 25 bis 30 Gramm reichen bei meinen Erdbeeren aus. Diese sind nämlich schon süß, aber ihr könnt auch ein bisschen mehr verwenden, wenn ihr möchtet. Und zu guter Letzt 1000 Gramm kaltes Wasser. Im Mixtopf sieht es aktuell so aus. Nun kommen Deckel und Messbecher drauf. Und wir stellen für eine Minute die Stufe 9 ein. Die ganzen Zutaten sollten gut miteinander vermengt sein. Schmeckt nochmal ab und dann könnt ihr eure Limonade auch schon eiskalt servieren. Befindet sich die Erdbeerlimonade in den Gläsern, könnt ihr sie noch einmal kurz umrühren und dann auch schon eiskalt genießen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachmachen, beim Trinken und bis zum nächsten Video. Tschüss!